Weiter geht's mit unserer Mission Bergtrikot, auch wenn Geschke jetzt im grünen Trikot am Start ist. Hugo Ull, Bouchard, Diego Rosa und wen haben wir da sonst noch mit dabei? Von Intermarché ist es, glaube ich, Louis Maintjes, der hier mit am Start ist. Auch eine richtig geile Saison, Louis Maintjes, endlich mal wieder. Intermarché ja generell mit einer starken Saison. Aber für Louis Maintjes freut es mich irgendwie besonders, der Südafrikaner. Früh eigentlich ein großes Talent gewesen, dann völlig in der Versenkung verschwunden und jetzt wirklich mit einer starken Saison. Sowohl war es bei der Tour als auch bei der Vuelta oder war es beim Giro. Ich werfe das dann irgendwann immer durcheinander. So, Geschke natürlich wieder in der Gruppe. Sehr, sehr schön, dass das geklappt hat. Guillaume Martin sollte eigentlich auch hier sein, der hat es aber nicht geschafft. Das Hauptfeld ist ihm immer wieder hinterhergefahren. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe ihn allerdings auf automatisch attackierend gestellt. So, oben kommt eine Kurve. Aber die ist nicht so doll geschwungen, dass wir da Zeit gut machen könnten. Da werden wir kurz weggedrängt. Jetzt wird Bouchard weggedrängt und jetzt ziehen wir durch. Okay, holen wir uns easy. Haben wir sogar noch roten Balken übrig. Nice, also Berg der dritten Kategorie. Nochmal 2 Punkte für Geschke, der sich unterwegs nach wie vor alle Bergwertungen gesichert hat bei der Tour. Das wird sicherlich auch mal eine Niederlage irgendwo geben. Gerade je steiler die Berge sind. Und wir haben ja schon gesehen, wenn dann so Fahrer wie Contador, Nibali und so weiter in die Ausreißergruppen dazustoßen, weil sie einfach in der Gesamtwertung abgehängt sind, dann wird das richtig, richtig hart werden. Also da wird das Höschen nicht nur eng, sondern auch hart. Jetzt geht es hier aber richtig bergab. Können wir nochmal schön regenerieren. Hat natürlich alles Kraft gekostet. Die ganze Nachführarbeit, die wir nicht gemacht haben, die kostet richtig Kraft. Ah, Gott, Bouchard. Bin ja immer ein bisschen sparsam in der Nachführarbeit. Da, wo ich nicht fahren muss, da lasse ich die Kollegen eben auch arbeiten. Aber ist ja auch clever, wenn wir das so machen. Also wie gesagt, die Etappen werden natürlich ein bisschen länger. Zumindest jetzt in meinem Video werden sie ein bisschen länger, wenn wir in der Ausreißergruppe sind. Natürlich, ich fahre gerne an die Spitze, gar kein Problem. Mache ich doch. Gar kein Problem. Gerade wenn eine Kurve kommt, mache ich das gerne. So, die Côte d'Arvilla. Ich denke mal, wir werden mal schauen, heute vielleicht ein bisschen schneller durchkommen durch die Etappe, weil dann die zweite Hälfte der Etappe einfach nicht so interessant ist. Da gibt es wenig zu holen. Da gibt es dann noch den Schlussanstieg der ersten Kategorie. Da werden wir aber wahrscheinlich mit Simon Geschke nicht mehr vorne in der Gruppe sein. Gehe ich mal davon aus, dass das Dream Team und Groupama dort Bernard Hinault und Eddy Merckx in Position fahren und vielleicht auch das Team Telekom für Ulle. So, Diego Rosa. So, wir schauen uns den Berg an. Der bleibt eigentlich recht flach bis oben hin. Gibt nochmal ein kleines Steilstück. So, da kommen jetzt auch schon die ersten Attacken. Machen das erste Mal kraftschonend. Jetzt müssen wir durch diese Lücke hier durch, sonst werden wir weggedrängt. Und Geschke hat einfach einen geilen Antritt. Da kann man nichts gegen sagen. Geschke hat einfach einen mega Antritt. Und ich meine, alter Schwede. Hugo Hull macht einfach einen auf Hugo Hooligan. Wahnsinn. Nicht nur Henry Hooligan hier bei uns mit am Start, sondern auch Hugo Hooligan. Hammer. So, die Punkte fürs grüne Trikot wollen wir uns natürlich auch holen. Wir wollen hier Hans Dampf in allen Gassen sein. Ich bin so cool, weißt du, meine Jugendsprache. Einfach Hans Dampf in allen Gassen. Mega. Bling, bling, Digga. So, also wir versuchen uns hier alles zu holen, was geht. Der absolute Punktedieb, der wir hier unterwegs momentan sind. Jetzt will aber keiner mehr. Du bist der beste Sprinter in der Ausreißergruppe und solltest den Zwischensprint gewinnen. Aber kein Druck, ne? Kein Druck. Das sieht man halt bei Geschke in den Bergwertungen, dass er so einen geilen Antrittswert hat von 76. Das ist wichtig und er sprintet halt auch gut. Da kann man sich immer ein bisschen was ergaunern. So, irgendwie juckt mich jetzt alles. So, Diego Rosa fährt nochmal nach vorne. Wir bleiben nochmal ganz kurz drauf, holen uns das noch mit. Danach geht es in den Berg der ersten Kategorie. Da wollen wir natürlich unbedingt die Punkte wiederholen. Das sollte eigentlich auch klappen. Ich liebe diese Berge der ersten Kategorie, die nicht ganz so lang sind. Das ist Geschke-Style und es geht da vorne leicht bergab. Wir können also früher lossprinten und es ist vor allem auch ein bisschen kurvig.
Ja, ich glaube, wir ziehen jetzt einfach durch. Das müsste bis da vorne eigentlich reichen. Ja, deutlich. Deutlich. Also 20 Punkte wieder für Geschke. Berg der ersten Kategorie schaut uns schon an. Er lächelt uns schon an. Wir gehen wieder aus der Führungsarbeit raus. Lassen die Kollegen arbeiten. 3 Minuten Vorsprung. Und pünktlich zu den Bergpunkten sind wir dann natürlich hoffentlich wieder an der Spitze. So, wir sind mittendrin im Col di Barrios. Gab es nicht mal Luca Barrios bei Dortmund oder sowas? Irgendwo so ganz, ganz tief im Hinterkopf. Weiß nicht, ob er Luca hieß. Ein Südamerikaner. Eigentlich gar kein schlechter Stürmer. Lucas Barrios, oder? Ach, egal. Ist auch unwichtig. Mein Kopf hat dann manchmal so Sachen, wo man sich im Hinterkopf denkt, da war doch mal was. Aber man kommt vielleicht auch nicht drauf. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Google weiß es auf jeden Fall. So, also Hugo Ull, immer noch dieselbe Situation. Wir haben den ersten Kategorieberg eigentlich total gut überstanden. Haben jetzt nicht viel Führungsarbeit gemacht, was natürlich immer richtig gut ist. Normalerweise würde die Gruppe hier natürlich sagen, hey, du hast das Bergtrikot, du willst die Bergpunkte, also arbeite auch dafür. Das war ja auch ein bisschen das Problem von Simon Geschke während der Tour de France. So, Bouchard hat da schon ein bisschen Bock. Oben wird es allerdings richtig steil. Deswegen sollte man sich die Energie sparen. Diego Rosa im toten Winkel. Ist er da schon mal losgefahren? Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht weggedrängt werden. Noch 400 Meter und hier oben wird es ja erst so richtig steil. Da kommt jetzt Bouchard. Wir können das mit Geschke, glaube ich, timen und jetzt gehen wir voll durch. Den letzten Metern und holen uns, ja gut, es war ein bisschen früh, aber wir holen uns wieder die 10 Punkte, super, super wichtig, sich jetzt da auch einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten, weil jeder, der jetzt zuschaut und denkt, ja gut, mit Geschke, das wird ja dann gar kein Problem, die Hochgebirgsetappen werden brutal werden, die werden richtig, richtig heftig werden, da werden wir auch zum Teil 50, 60 Punkte auf die Konkurrenz verlieren, weil wir am ersten Berg einfach schon abgehängt werden. Okay, das war mein Fehler, Entschuldigung Jungs. So, Diego Rosa ist abgehängt. Der hat da zu früh attackiert. Ist dann jetzt blau gegangen. Gehen wieder in die Aerodynamik. Und dann kommt auch bald schon der Berg der zweiten Kategorie. Den schauen wir uns jetzt direkt im Anschluss an. So, keiner schert aus. Das ist gut. Hugo Ull drückt uns da ganz kurz weg. Aber alles noch im Rahmen. Hinten wird es dann eh ein bisschen flacher. Muss man auch erst lernen, wie man hier richtig anbremst, wenn es dann flacher wird. Dann muss man nämlich nicht die Handbremse des Todes reinhauen, sondern es reicht auch einfach, kurz zu bremsen, dann vom Gas zu gehen und einfach durchzurollen. So, also mir macht es schon mega Spaß mit Geschke. Wie gesagt, dieser Unterschied auch, nicht die komplette Etappe überspulen und sich denken, oh, da sind ja wieder viele Berge dabei. Ich hoffe mal, wenn ich da drüber spule, dass Ulle nicht zu viel Energie verballert. Oder ich fahre Ulle selber und dann habe ich aber pro Etappe 40 Minuten, die ich quasi drin hänge und die Zeit habe ich auch nicht immer zum Aufnehmen. Das war dann manchmal schon ein bisschen schade. Aber hier hat man einfach immer Rennaction, alles ist wichtig und das ist auch cool. Den Grunewegen denkt sich allerdings, ja, finde ich nicht so cool, die Etappe. Ist hinten rausgefallen. So, 2,5 Kilometer noch bis oben hin. Schauen uns auch da mal wieder die letzten Meter an. Wird sehr, sehr steil. Auch immer wichtig, dass man sich das Profil anschaut. Weil man kann nicht sagen, okay, 800 Meter vor dem Gipfel gehe ich los. Ist natürlich wichtig. Wenn es oben flacher wird, gehe einfach 800 Meter los. 800 Meter vor dem Gipfel los. Was soll schon passieren? Aber wenn es oben steiler ist, dann wirklich erstmal die Konkurrenz sich auspowern lassen. Die gehen meistens zu früh los und auf den letzten 200, 300 Metern zieht man dann relativ gut vorbei. Ich mache jetzt hier mal so ein kleines bisschen Tutorial, auch wenn ich nicht der absolute Fachmann in dem Game bin, auch wenn ich es jetzt schon ein Vierteljahr fast täglich spiele. Macht schon Spaß, aber es gibt, ich glaube, wenn ich jetzt hier direkte Duelle im Koop spielen würde, dann würden mich wahrscheinlich viele Leute locker an die Wand fahren von euch. So, hat auch einer gerufen, weiter so Jungs! Da kommen die Kollegen. Einfach mal ein bisschen in den Windschatten gehen. Okay, Louis Mantis drückt da jetzt ein bisschen. Jetzt kann er nicht mehr. Und dann geht es jetzt hier oben wieder etwas steiler zur Sache.
Schauen, dass wir es ganz gut timen. Von der Energie her müssen wir gar nicht voll durchziehen. Super, holen wir uns die Punkte. 5 Punkte für Geschke on top. Läuft. Also den Berg der vierten Kategorie würde ich euch jetzt mal ersparen. Den einen Punkt, das ist jetzt auch nicht so spannend. Wollen wir uns natürlich trotzdem holen. Jeder Punkt zählt. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Man weiß die ganzen Sprüche. Mühsam nährt sich auch Schalke in der Bundesliga. Heute oder gestern ging es gegen den VfL Bochum, muss ich ja sagen. Bin gespannt, wie es ausgegangen ist. Das letzte Spiel von wem auch immer. Entweder von Thomas Reis oder eben von Kramer. Ich hoffe, es ist das letzte Spiel von Kramer, auch wenn ich Schalke-Fan bin. Aber diesen Trainer kann ihn nicht verknusen. Absolute Fehlentscheidung. Am Berg der dritten Kategorie gehen wir wieder rein. Die Côte de la Sarrazine. Also, da freut sich Sarrazin drüber. Verpflegungszone kommt bald, aber die brauchen wir gar nicht. Also, heute der Tag gar nicht so schlimm, wenn man ganz ehrlich ist. Tempo in der Ausreißergruppe nicht so hoch. Tempo im Peloton nicht so hoch. Und wir haben uns natürlich auch den Berg der vierten Kategorie geholt. Das wird jetzt hier am Berg der dritten Kategorie wahrscheinlich auch nicht viel anders laufen. Immer ein bisschen Schema F. Aber wie gesagt, im Hinterkopf behalten, in der ersten Woche gehen in die Ausreißergruppe okaye Fahrer. In der zweiten, dritten Woche gehen absolute Spitzenfahrer in den Hochgebirgsetappen in die Ausreißergruppe. Und damit Geschke dagegen zu halten, das wird dann eben hier die Challenge. Wie schaut der Berg oben aus? Relativ flach. Eigentlich ganz cool. Schauen wir mal, dass wir hier die Punkte holen. Ui, die können, diesmal sind sie aber stärker. Aber wir schaffen es trotzdem und holen uns wieder die 2 Punkte. Also Geschke in Spitzenform, muss man natürlich auch dazu sagen. Er kriegt überall nochmal 2 Punkte on top auf alle Fähigkeiten. 1,20 allerdings nur noch der Vorsprung. Das wird bis ins Ziel sicherlich nicht reichen. Jetzt gibt es erst nochmal ein paar kleine Abfahrten, dann die Verpflegungszone und dann geht es relativ lange ins Ziel bergauf, bevor es dann eben nochmal sehr, sehr steil auf die letzten Kilometer geht. So, aus der Spitzengruppe gehen nochmal verzweifelte Attacken. Hugo Ullert dort attackiert mit Geschke am Hinterrad. Können wir uns vielleicht nochmal kurz ziehen lassen. Im Finale werden wir dann auf Laurent Fignon umstellen. Da kommt Bouchard nochmal hin. Hugo Ull hat da jetzt auch gerade ein bisschen rausgenommen. 54 Sekunden der Vorsprung. 24,9 Kilometer sind es noch. Aber das wird nichts werden. Hier die Gruppe. Aber Geschke hat eigentlich noch ordentlich Energie. Aber das wird eh nichts. Also können wir uns die Energie, glaube ich, auch ein bisschen sparen und uns hinten drauf konzentrieren. Beziehungsweise uns vielleicht auch Richtung Hauptfeld zurückfallen lassen und dann mit Geschke versuchen, in diesen Schlussanstieg nochmal reinzuballern. Das wird wahrscheinlich nichts werden, aber mehr als verlieren können wir auch nicht. So, 23 Kilometer. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Fuß des Schlussanstiegs wieder. Mal schauen, wie die Rennsituation dann aussieht. 173 Fahrer werden da reingehen. Das wird ein ordentliches Gedränge, auch gerade an der Einfahrt des Berges. So, wir gehen auf die letzten 5 Kilometer. Haben uns mal ganz kurz in dieser Kurve ein klein wenig nach vorne gedrängelt. Schauen mal, da kommt Nibali mit Lutsenko. Schauen wir mal. Haben die ihren Vinokurov vergessen? Anscheinend. 4,4 Kilometer, das Ding ist bocksteil und erst auf den letzten Metern wird es richtig schlimm. Bartali kommt, Bernard Hinault. Boah, die lassen uns richtig stehen. Schauen wir mal, dass wir es uns vielleicht ein bisschen besser einteilen und hier versuchen, so gut wie möglich irgendwie mit Eddy Merckx und Co. hochzukommen. Ich mach das mal an der Seite weg, wir sehen es ja vorne. Bartali hat da einen ordentlichen Einstieg hingelegt. Wir nehmen schon mal ein bisschen rotes Gel, blaues, blauer Balken müsste eigentlich reichen bis oben hin. Da haben wir jetzt Nibali, Lutsenko, Battistella, aber Vinokurov fehlt wieder. Also würde natürlich auch nochmal Bergpunkte bringen, wenn wir hier noch ein klein wenig profitieren. Hier wird es jetzt sehr steil. Da gehe ich mal aus dem Sattel. Battistella fährt uns da vorne ein bisschen in der Parade rum. So, da haben wir auch Eddy Merckx. Nehmen wieder rotes Gel. 3 Kilometer sind es noch. Merckx fährt da jetzt selber hinterher. Das wird dann natürlich schwer. Laurent Fignon ist mir erstmal ziemlich egal. Da ist Ulle, der da jetzt kämpfen muss. Keine gute Position, in der er ist. 2,6 Kilometer. Müssen aber jetzt hier an dieser Gruppe mit dranbleiben. Die hier konstant hochsprintet. Also wir sind noch in der Gruppe Merckx mit Lance Armstrong und Ulle. Bisschen steileres Stück, was wir hier genommen haben.
Nochmal rotes Gel nehmen. Ulle, wie gesagt, hängt ein bisschen zurück. Aber alles okay. Ob der blaue Balken bis oben hin reicht, das wird sich zeigen. Okay, wir gehen mal ein bisschen in den Sparmodus. Sonst schaffen wir es, glaube ich, nicht ganz. Wie schaut's aus? Boah, hinter uns das komplette Hauptfeld einfach. Ich dachte, da wären größere Lücken. Oben wird es dann gleich nochmal ein bisschen flacher. Auf dem letzten Kilometer. Rotes Gel den letzten Zipfel nochmal genommen. Da ist Geschke halt einfach nicht stark genug für. Gino Bartali zieht das, glaube ich, da vorne durch. Wir sparen uns jetzt mal das rote Gel für die letzten Zentimeter. Ich glaube, hier gehe ich gerade nochmal ganz kurz über diesen Hubbel, dass wir da ein bisschen mit Schwung durchgehen. So, mit Schmackes. Dann schauen wir, dass wir hier noch ein paar Bergpunkte uns irgendwie holen. Da kommen wir noch vor Tadej Pogacar? Nee, anscheinend nicht, aber könnte noch für ein paar Bergpunkte gereicht haben. Eigentlich starkes Rennen von Geschke. Was Laurent Fignon da jetzt gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er durfte frei fahren, er konnte machen, was er will. Er ist der Kapitän. Und wie gesagt, wir wollen mit Geschke Bergpunkte einheimsen, wo es nur geht. Und ich glaube, es müsste gereicht haben. Irgendwo sollte doch noch ein Bergpunkt für uns abgefallen sein. Wir waren Richtung Top 10 am Start. Den Grunewegen kommt jetzt gleich noch ins Ziel. Also macht, wie gesagt, mega Bock, sich da überall irgendwas ergaunern zu müssen, zu wollen. Ulle sehen wir da vorne, der wird heute ein paar Sekunden verloren haben. Hier haben wir von profitiert, dass hier natürlich diese Kurve ist. Da konnten wir nochmal an einigen vorbei, unter anderem die beiden Astana-Fahrer haben wir, glaube ich, noch hinter uns gelassen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, so 9., 10. werden wir geworden sein. Schönes Ding. Ballen wir mal die Faust. Hier dürfen wir auch wieder uns mehr freuen über alles. So, Gino Bartali, frühe Attacke, hat funktioniert. Holt sich auch das gelbe Trikot von Eddy Merckx. Punktewertung bei Geschke, Bergwertung bei Geschke und Nachwuchsfahrerwertung beim 105-jährigen Gino Bartali. Muss man auch erstmal schaffen. Also Geschke auf der 9, 46 Sekunden. Das war uns eigentlich ziemlich egal, aber wir waren hier bei der Elite mit dabei. Ulle verliert 38 Sekunden generell. Gino Bartali hat hier richtig reingehauen. Alter Schwede, 29 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz bei der Etappe. Das mit einer durchschnittlichen Tagesform, während Eddy Merckx eine Tip-Top-Tagesform hatte. Respekt, Zoggi. Geschke auf der 42, Laurent Fignon dann schon mit 1,28 Rückstand, Bergwertung 52 Punkte. Nicer Dicer, Punktewertung 47 Punkte für Geschke, das wird er nicht halten können, ist auch nicht unser Primärziel, aber wenn wir unterwegs sind, dann nehmen wir die Sprintwertung genauso mit wie eine Bergwertung und versuchen natürlich auch auf Etappensiege zu gehen, so ist es nicht. Es gibt nicht besonders viele Sprintankünfte, aber ich denke mal, dass die Spitzenfahrer sich auch das Trikot des besten Sprinters holen werden. Das Dream Team momentan in der Teamwertung vorne und Geschke ist auch in der Kampfgeistwertung jetzt vorne. Er war vorher schon vorne, 208 Kilometer alleine an der Spitze gefahren. Richtig nice. Die nächste Etappe dann von Nizza geht es zum Col de l'Orme. Das ist Ankunft der vierten Kategorie. Wenn wir dort, nachdem wir in der Ausreißergruppe waren, noch Energie haben mit Geschke, dann könnte das eigentlich ganz nice werden. Ich glaube, am Tourmalet würde ich die Ausreißergruppe dann tatsächlich mal weglassen. Das ist ein sehr, sehr langer Berg der ersten Kategorie und Ohr-Kategorie-mäßig wird da wahrscheinlich wenig gehen. Da würde ich dann mit Guillaume Martin vielleicht mal in die Gruppe gehen, damit wir so auch leicht zweigleisig fahren. Aber wie gesagt, da gibt es 10 Punkte, 12 Punkte unterwegs und dann den Ohr-Kategorie-Berg, die Ankunft. Da wird eh die Gruppe nicht durchkommen, weil die Abstände noch so gering sind. Vierte Etappe, nehmen wir die Füße hoch. Dritte Etappe, schauen wir dann, wann wir die wieder machen. Aber bislang läuft es richtig gut.